willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Brookhaven-Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Achtung, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. In letzter Zeit passieren komische Dinge, unerklärbare Vorfälle und Probleme, die uns alle betreffen. Viele von ihnen sind zu Recht sehr unruhig. Und ich werde alles dafür tun, diesen Problemen ein Ende zu setzen. Jedoch brauche ich Ihre Hilfe. Für jeden wertvollen Hinweis wird eine Belohnung ausgeschrieben. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, kommen Sie ins Rathaus und melden Sie es. Wir zählen auf Sie. Oha, das klingt richtig krass. Wow, das ist echt gruselig. Was denkst du, was passiert? Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe da so eine Geschichte gehört. Wirklich? Was hast du gehört? Gott, jetzt bin ich ein bisschen, ängstlich? Meine Mom ist nicht zu Hause? Denkst du, es ist ein Einbrecher? Denkst du, es ist irgendeine organisierte Bande? Ah, von der Freundin von meinem Bruder. Okay, okay, was hat die erzählt? Ich muss es wissen. Muss ich alle Fenster verriegeln? Oh Gott, ich habe so viele Fenster in diesem Haus. Wir fahren dann gleich zum Baumarkt. Von den Nachbarn der Cousine. Okay, bist du dir sicher, dass die Geschichte wahr ist? Die Tochter wurde angeblich von einem Geist aufgefressen. Von einem Geist aufgefressen. Und wie haben sie das gesehen? Geister sind doch unsichtbar. Ja, stimmt eigentlich. Okay, wie dem auch sei, ich fühle mich ein bisschen unsicher bei der ganzen Sache. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Aber gut, da können wir gerade nicht viel machen. Du musstest noch los zum Lernen, oder? Ja, Mathe-Nachhilfe. Okay, du Arme, ich beneide dich nicht. Dann viel Erfolg. Nur weil ich fünfmal eine 6 geschrieben habe. Ich weiß, so unfair. Na gut, bis morgen. Wir sehen uns nach der Schule. Okay, komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Eigentlich würde ich es gerne rausfinden, aber ich habe auch ein bisschen Angst, hier alleine durch die Stadt zu wandern. Und ich weiß auch gar nicht, wonach ich hier suchen muss. Was sind die Hinweise? Okay, ich gucke erstmal, ob ich hier von oben irgendwas sehe, ohne mein Haus verlassen zu müssen. Das wäre ja eigentlich die beste Situation. Aber eigentlich sieht alles aus wie immer. Das Motel ist das Motel, da sind manchmal Leute, die übernachten da, aber niemand, der wirklich auffällig ist. Ich habe keinen mit großen Geldsäcken rein und rausgehen sehen. Ich weiß auch nicht ganz, was die Hinweise sind, nach denen sie suchen. Ein bisschen genauer hättet ihr ruhig sein können. Der Flughafen ist auch normal. Eigentlich bin ich in einer guten Position, um die Geschehnisse zu sehen. Aber vielleicht mache ich mal einen Spaziergang. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas finden kann, was ansatzweise... Oh, hallo! Was ist denn das, ein Umzugswagen? Wo fährt der hin? Warte mal. Was? Hi? Entschuldigung? Wer bist du denn? Hi, bist du neu hier? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh, ja, ich bin neu. Wo wohnst du denn? Bist du alleine in dem ganzen Umzugswagen gekommen? Ja, ich wohne gleich hier. Okay, schön, dich kennenzulernen. Du heißt? Ich bin Ronja. Ich bin Edward. Schön, dich kennenzulernen. Ist deine Familie auch hier, oder? Ja, also nein. okay. Alles klar, Nachricht angekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du hier kennst, aber du gehst aber wahrscheinlich auch auf die Brookhaven Schule, oder? Ja, tue ich. Falls du jemals was machen willst, dann sag Bescheid. Ich wohne gleich hier im Haus 15 drüben. Wenn du möchtest, können wir mal was unternehmen. Oder ich kann dir die Schule zeigen oder so ein bisschen die coolen Orte, wo wir uns meistens treffen mit Freunden. Gerne. Alles klar. Es wird dunkel. Du solltest nach Hause gehen. okay, alles klar. Dann wir sehen uns morgen oder so. Warte, wohnst du hier? Warte, warte, ich habe ganz vergessen, nach deiner Handynummer zu fragen. Hallo? Ich brauche noch deine Nummer, damit wir morgen schreiben können. Hi? Hast du dich verlaufen? Nein, Sir, tut mir leid, ich bin schon weg. Okay, super komisch. Der sah super gruselig aus. Warum wohnen die denn so nah bei mir? Okay, der Junge war eigentlich ganz nett. Okay, hier schnell rein, zack, zack, zack. Abschließen. Weird, alles ganz komisch. Da muss ich mit meiner Freundin drüber reden. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, es ist auch dunkel. Vielleicht mache ich mir gerade zu sehr Sorgen, weil ich nachts allein zu Hause bin. Gute Nacht. Ha? Hallo? Oh, du bist es. Hi, komm rein, rein. Hey, was gibt's? Sorry, dass mein Dad dir Angst gemacht hat. Oh, das war dein Dad? Ja, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Irgendwie hat er kaum mit mir geredet und ich hatte ein bisschen Angst und bin weggelaufen. Ich weiß, er sieht... gruselig aus. Ja, das kannst du laut sagen. Ihr seid auch alle so hell. Irgendwie einschüchternd. Hast du eine Sonnenallergie? Ja, wir alle. Oh, das muss echt blöd sein. Kein Sommerurlaub am Strand. Sag mal, willst du als Entschuldigung vielleicht mit mir ins Kino gehen? Jetzt? Oh, es ist schon recht spät, aber... Klar, warum nicht? Ich habe eh nichts zu tun. Let's go! Cool! Meine Eltern sind eh nicht zu Hause, also solltest du dir nichts ausmachen, wenn ich spät weg bin. Was ist mit deinen? Stört die das nicht? Willst du vielleicht deinem Papa Bescheid sagen? Nein, ich kann auf mich selbst aufpassen.
Oh, okay, alles klar. Alex, ich brauche deinen Rat. Hey, Ronja. Okay, pass auf. Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber nachdem du gestern weggegangen bist für Mathe-Nachhilfe, bin ich raus zum Spazieren und dann habe ich einen komischen Umzugswagen gesehen. Ist dir das komische dunkle Haus runter die Straße schon mal aufgefallen? Nö, welches Haus? Einfach die Straße runter ist so ein Riesenhaus, super dunkel, echt komisch, merkwürdig. Okay, jedenfalls, ich habe das davor noch nie gesehen. Auf einmal war es da und da war ein Umzugswagen und dann waren da ein Junge und eigentlich war der echt nett. Wir haben uns auch voll gut verstanden, der geht jetzt auf unsere Schule. Sorry, wenn ich hektisch bin, ich hatte nur super Angst, weil da war ein alter Mann, der ist rausgekommen und hat halt gefragt, ob ich mich verlaufen habe und hatte eine, ich weiß nicht, einfach eine super komische Ausstrahlung. Vielleicht können wir hier irgendwas melden. Weißt du, vielleicht ist das, was der Bürgermeister sucht, direkt vor unserer Nase? In einem Haus, 3 Meter weiter? Ronja? Beschreib mir den Mann mal ganz genau. Okay, groß, schwarze Klamotten, schwarze Haare, super, super helle Haut. Also wirklich super, also weiß. Der Junge übrigens auch. Ansonsten auch schwarze Haare. Der Mann hatte relativ schmale Augen, würde ich sagen. Oh nein. Was denn? Ich habe genug Horrorfilme gesehen. Warte, Horrorfilme? Ronja? Du hast einen Vampir beschrieben. Nein, was sei denn? Also ich habe sie bis jetzt nur nachts gesehen. Du glaubst nicht wirklich, dass es Vampire gibt, die hier wohnen, oder? Hatte er spitze Zähne? Also die von Edward habe ich nicht richtig gesehen, aber der Vater? So ein ganz bisschen vielleicht? Ich weiß nicht, ich will jetzt auch niemanden falsch beschuldigen. Im Endeffekt können sie auch einfach nur echt helle Haut gehabt haben. Schau dir das nochmal genauer an, bitte. Okay, weißt du was? Das mache ich. Ich gehe gleich zu dem Haus rüber. Ich weiß ja, wo es ist. Ich glaube, dann kann ich ja auch rausfinden, ob das wirklich Vampire sind oder nicht. Sei vorsichtig. Okay, werde ich sein. Danke, Alex. Okay, ich muss rausfinden, was es mit diesem Haus auf sich hat und den Oh mein Gott. Sag mal, blitzt es da? Okay, da steht auch irgendjemand davor. Der sieht ein bisschen aus wie ein Türsteher. Ist das... Was sind denn da Blätter, die nur um dieses Haus fliegen? Club D.V. Okay. Das heißt nicht zwingend der Vampire. Hallo, Sir? Einladung bitte. Ja, klar. Ich bin eingeladen. Ben. Willkommen. Was ist das? Ich gehe rein. Ben hatte auch keine Einladung. Los, rein mit dir. Okay. Was war das gerade? Warte, Einladung für was? Welche brauche ich denn gerade? Ich habe so viele Einladungen in letzter Zeit. Geh weg, kleines Mädchen. Nein, ich mein's ernst. Ich bin eingeladen. Ich hole meine Einladung von zu Hause. Du bist eingeladen? Ja, natürlich. In den Club der Vampire? Ja. Wie gesagt, ich hole kurz meine Einladung. Bin gleich wieder da. Tschüss. Okay. Ist überhaupt nicht gruselig. Die sind direkt nebenan. Der Club der Vampire. Auch direkt über der Schule. Klar, überhaupt gar kein Problem. Jetzt fühle ich mich sicher. Okay. Das muss ich Alex erzählen. Alex, du hattest recht. Wo bist du? Hi. Es sind Vampire. 100% es sind Vampire. Pass auf, ich bin hingegangen und ich habe mir die Sache nochmal angeguckt. Ich bin mir absolut sicher, 100%. Was machen wir denn jetzt? Was? Alles, was du gesagt hast. 100%, das stimmt. Ich bin mir so sicher. Also ich bin ja nochmal zur Basis gegangen und dann sind mir halt Sachen aufgefallen, die super verdächtig waren. Das müssen wir melden. Ich weiß, du hast ja recht, aber lass mich noch einmal mit dem Jungen reden. Eigentlich haben wir uns wirklich gut verstanden und er wirkte nicht böse. Ich will jetzt eigentlich nichts dem Bürgermeister melden und dann werden die vielleicht aus der Stadt geschmissen und die haben eigentlich nichts getan. Ronja, das ist keine gute Idee. Mach dir keine Sorgen, Alex. Edward ist echt nett, wir verstehen uns gut. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Na gut, wenn du meinst. Frag ihn einfach, ob er und seine Familie Vampire sind. Und dann bitte mir ja die Wahrheit sagen. Aber sei wirklich vorsichtig. Okay, ich versuche mein Bestes, aber mach dir keine Sorgen. Oh, danke schön, dass du mich so kurzfristig noch treffen konntest. Hi. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Wahrscheinlich gibt es auch keinen guten Weg, das zu fragen, aber... Edward, bitte sei ehrlich mit mir. Sind du und deine Familie Vampire? Wie kommst du da drauf? Okay, ihr seid super blass, ihr geht nur nachts raus, gefühlt. Und, ich war einmal tagsüber da bei euch zu Hause, weil ich halt dich besuchen wollte und ich gedacht habe, ich kann kurz klopfen. Und dann habe ich gesehen, dass dein Türsteher ist. Und der hat gefragt, ob ich ein Ticket habe für den Club der geheimen Vampire. Es tut mir leid, Ronja, ich will dich nicht anlügen. Oh, es ist okay, ich wollte dich nur zuerst fragen. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Bürgermeister sucht momentan nach Hinweisen für komisches Verhalten und... Meine Freundin ist eigentlich der Meinung, dass wir das melden sollten. Ja, wir sind alle Vampire. Okay, und seid ihr böse? Aber ich bin nett. Okay, weil du wirkst auch voll nett auf mich. Meine Familie ist nett.
auch dein Vater? Ja. Aber was ist denn mit den komischen Ereignissen hier in der Stadt? Was ist passiert? Was ist mit den Leuten, die verschwinden? Naja, wir sind hierher gezogen, weil ein böser Vampir-Clan hier ist. Oh, okay, okay. Und ihr seid Feinde mit dem? Oder wie sieht es aus? Bekämpft ihr euch gegenseitig? Gibt's Vampir-Clans? Oh, deswegen ist es ein Club der Vampire. Es ist ein spezieller Unterclub. Wir haben schon seit 1000 Jahren Streit. Warte, wie alt bist du? Das willst du nicht wissen. Doch, ich will's wissen. Bitte sag's mir. Komm, wir erzählen uns gerade die Wahrheit. Also, ich bin so alt wie du. Aber ich bin erst 14. Aber das schon seit 6569 Jahren. Warte, was? Seit... Hä? Huh? Wie kann das überhaupt sein? Wir haben erst 2022. Das sind erst 2000 Jahre. Hast du davor schon gelebt? Naja. Um zurück zum Punkt zu kommen. Okay, ja, Entschuldigung fürs Ablenken. Aber es ist doch cool, dass du schon so lange lebst. Du darfst keinem davon erzählen. Aber warum nicht? Vielleicht könnten die euch helfen gegen den anderen Vampir-Clan. Der Bürgermeister zum Beispiel. Und die Polizei. Wir müssen den anderen Clan bekämpfen. Die sind sehr stark. Ja, aber wir können sie doch auch einfach ins Gefängnis sperren. Keiner darf davon wissen. Bitte, Ronja. Okay, ich sehe ein, dass ein Gefängnis vielleicht nicht die beste Möglichkeit für Supervampire ist, die schon über 1000 Jahre alt sind. Okay, weißt du was? Ich vertraue dir und deiner Familie. Ich werde niemandem was erzählen. Ich erzähle meiner Freundin, dass ich mich geirrt habe und dass sie sich auch geirrt hat und alles eine logische Erklärung hatte. Und dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich vertraue dir. Danke. Ich werde dich beschützen. Wie lange seid ihr denn hier? Also geht ihr aus der Stadt raus, sobald ihr die anderen Vampire besiegt habt? Das weiß ich noch nicht. Das wäre voll schade. Dann könnten wir überhaupt nichts mehr zusammen unternehmen. Aber ich will hierbleiben. Yay, okay. Dann bekämpft so viel ihr wollt. Und danach können wir was machen? Klar. Okay, dann mache ich mich mal auf zu meiner Freundin, damit die nichts ausplappert. Hab noch einen schönen Tag. Oh, ich glaube, die Sonne ist draußen. Kannst du denn überhaupt nach Hause? Nein, ich muss hier noch warten. Aber geh du zu deiner Freundin. Alles klar, dann mach's gut. Tschüss. Oh mein Gott, Vampire in unserer Stadt und... Oh mein Gott, ich hoffe, ich sehe nirgendwo einen von den bösen Vampiren. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass deine Familie einen guten Beruf macht. So, das war's mit dieser Folge Roblox, der geheime Club der Vampire. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, das hilft mir super weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert hier unten den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!